Janni Hönscheid und Per Kussmak sind trotz Corona-Krise in den Urlaub geflogen. Das Paar ist mit seinen beiden Kindern derzeit in Costa Rica. Dafür kassierten sie auf Instagram einen heftigen Shitstorm. Als Rechtfertigung betonten Janni und Per immer wieder, dass die Lage anfangs noch nicht so dramatisch gewesen sei wie jetzt. Als sich die Situation immer weiter zuspitzte, beschloss das Paar dann aber, den Urlaub zu verlängern, anstatt nach Hause zu reisen. In Costa Rica hätten sie viel Platz und seien nicht von vielen Menschen umgeben. Sie erklärten, dass sie sich deshalb dort vor dem Virus besser geschützt fühlten. Jetzt überkommt die beiden aber plötzlich doch das Gefühl, schnell nach Hause zu wollen. Im RTL-Interview erklären die Eltern, dass sie fürchten, dass der Flugverkehr bald eingestellt werden könnte. Es ist sehr einfach zu sagen, das hätten die wissen müssen. Man sollte einfach mal versuchen, sich die Zeit zu nehmen und zu überlegen. Das sind auch Eltern, die lieben ihre Kinder. Das Paar habe sich sehr viele Gedanken wegen der aktuellen Situation gemacht und wolle nur das Beste für ihren Nachwuchs. Wir hoffen, dass die Familie es sicher nach Hause schafft.